Hallo und herzlich willkommen zu unserem 10-minütigen Bauchworkout. Es warten einfache, aber super effektive Übungen auf dich, die man alle ohne Hilfsmittel durchführen kann. Also ideal, um das Workout zu Hause durchzuführen. Wir werden insgesamt 4 Runden mit jeweils 4 Übungen à 30 Sekunden machen. Zwischen jeder Runde gibt es immer eine 30-sekündige Pause. Los geht's! Wir starten im Vierfüßlerstand und du hebst deine Knie jetzt ungefähr 10 cm vom Boden ab, hältst oben kurz und senkst sie dann wieder ab. Achte hierbei darauf, dass dein Rumpf und die Bauchmuskulatur aktiviert ist und du den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehst. Weiter geht's in der Plank-Position. Wir nehmen aber die einfache Variante. Du kannst dich also auf den Knien abstützen und achte hier auf einen geraden Rücken. Du bildest eine Linie von Kopf über Schultern, unterer Rücken und Gesäß. Der Blick ist nach unten gerichtet und auch hier die Bauchmuskulatur aktiv anspannen. Weiter geht's. Ihr kommt in den Unterarmstütz und im Wechsel schiebt ihr die Hüfte rechts und links zum Boden. Auch hier ist der Blick nach unten gerichtet. Der Bauchnabel ist Richtung Wirbelsäule gezogen. Und ganz, ganz wichtig, weiter atmen. Letzte Übung vor der ersten Pause. Du kommst in den Stütz und drehst dich im Wechsel rechts und links auf. Die Arme bilden beim Aufdrehen eine Linie. Dranbleiben. Gleich geschafft. Erste Pause, kurz verschnaufen, durchatmen, vielleicht auch einen Schluck trinken. Und gleich geht's weiter. Weiter geht's in Rückenlage bzw. in so einer Stützposition, wie ihr sie hier sehen könnt. Im Wechsel schiebt ihr die Beine nach vorne raus. Ihr könnt euch mit den Armen gut abstützen, so wie ihr es da seht. Bleibt schön gerade im Oberkörper, Brust raus. Weiter atmen und im Wechsel Beine rausschieben. Ihr kommt in diese Sitzposition, löst dann die Füße vom Boden und versucht das Ganze auszubalancieren und das einfach mit der Bauchkraft zu halten. Wenn man da mal ein bisschen wackelt oder die Fersen mal auf den Boden kommen, ist das nicht schlimm. Aber hier Brust auch raus, Rücken ist gerade, Blick nach vorne gerichtet. Super! Ihr kommt hier in den Sitz, die Füße könnt ihr wieder abstellen und ihr geht mit dem Oberkörper nach hinten und richtet euch dann wieder auf. Die Arme schieben dabei an den Beinen vorbei nach vorne und wieder zurück. Für die nächste Übung kommt ihr in Rückenlage und macht das berühmte Fahrradfahren.
Kopf ist abgelegt. Hier ist wichtig, dass der untere Rücken Kontakt zur Matte hat. Da sollte kein Hohlraum sein, ihr solltet nicht im Hohlkreuz liegen. Und ihr macht diese typische Fahrradfahrbewegung. Und auch hier die Luft nicht anhalten, weiteratmen. Der zweite Block ist geschafft. Zweite Pause läuft jetzt. Ihr könnt euch entspannen, den Bauch entspannen. Tief durchatmen. Und dann starten wir gleich in die dritte Runde. Ihr bleibt in Rückenlage, die Füße gehen nach oben in die Luft und ihr versucht mit den Fingerspitzen zu den Fußspitzen zu kommen. Also ihr hebt den Rumpf leicht vom Boden an und streckt euch in Richtung Fußspitzen. Ruhig immer wieder kurz ablegen und erneut nach oben schieben. Dranbleiben, letzten Sekunden laufen. Ihr kommt wieder in den Sitz und diesmal nehmt ihr die Handflächen aufeinander und im Wechsel über die Knie nach rechts und links bewegen. Dazu rotiert ihr ein wenig im Oberkörper, die Beine, die Füße schweben in der Luft. Super gut gemacht. Noch einmal zurück in die Rückenlage. Wir wollen einen Side-Crunch, einen diagonalen Crunch machen. Und zwar kommt der rechte Ellenbogen zum linken Knie. Zieht euch da aus der Kraft der Bauchmuskulatur nach oben und versucht, Knie und Ellenbogen so nah wie möglich zueinander zu bringen. Seitenwechsel, das Ganze mit der anderen Seite. Jetzt kommt der linke Ellenbogen zum rechten Knie. Diagonaler Crunch. Arbeitet hier aus der Bauchmuskulatur. Zieht euch nach oben. Letzten Wiederholungen. Gleich geschafft. Pause. Sehr, sehr gut. Wir haben schon einen Großteil geschafft. Drei Runden liegen schon hinter uns. Eine letzte wartet noch auf uns. Die schaffen wir jetzt auch noch, würde ich sagen. Also nochmal Kräfte sammeln und dann lasst uns gleich in die vierte und letzte Runde gemeinsam starten. Kommt hier in so eine Art Seitstütz und macht die Beine ganz lang, haltet diese Position dann aus der Kraft der Bauchmuskulatur und zieht die Knie dann wieder schön nah zu euch heran. Mit dem linken Arm, der auf dem Boden ist, könnt ihr euch stützen. Versucht im Oberkörper relativ ruhig zu bleiben und eben nur die Beine zu strecken und wieder ranzuziehen. Seitenwechsel, das Ganze mit der anderen Seite. Auch hier auf dem Unterarm abstützen und die Beine schön lang rausschieben und wieder ranziehen. Bauchmuskulatur aktivieren. Und, das sage ich ganz, ganz oft, atmen nicht vergessen. Die Luft nicht anhalten. Thank you.
Ihr kommt in Rückenlage, vorletzte Übung. Und im Wechsel berührt ihr jetzt die Fersen mit euren Fingerspitzen rechts und links. Zieht euch da richtig rüber. Weiter atmen. Letzte Sekunden noch ein paar Mal tippen. Wunderbar. Kopf ablegen, die Beine gehen in einen 90-Grad-Winkel nach oben und im Wechsel Beine lang machen. Hier super, super wichtig, dass der untere Rücken Kontakt zur Matte hat. Da entsteht kein Hohlkreuz. Ihr drückt den unteren Rücken gegen die Matte und schiebt die Beine im Wechsel raus. Auch hier weiter atmen. Und ihr habt's geschafft. Super. Einmal lang machen, Beine ausstrecken, Arme nach oben ausstrecken, einfach mal liegen bleiben, durchatmen. Stolz sein, dass ihr diese 4 Runden geschafft habt. Super gut. Das war unser 10-minütiges Workout für einen flachen und durchtrainierten Bauch. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns riesig über einen Daumen nach oben. Du kannst auch gerne mal auf die Glocke hier klicken und den Kanal so abonnieren. Für Fragen oder Anregungen nutzt doch einfach mal die Kommentarfunktion unter dem Video. Für mehr Infos zum Thema Gesundheit schau mal auf der Website und da speziell auch im Blog vorbei. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.